drei Teile für euch vorbereitet. Und das Ziel ist, ihr braucht natürlich eine Klopapierrolle, beziehungsweise zwei, wenn möglich auch mehr, dass ihr am Schluss so viele Liegestütze macht, wie ihr alt seid. So soll das dann ausschauen. Was wir noch vergessen haben zu sagen, ist, dass wir einmal drei Codewörter haben. Und zwar haben wir in jedem Teil ein Codewort versteckt und ihr müsst uns die drei zuschicken und dann habt ihr die Chance, euer cooles Abzeichen zu verdienen. Ja, viel Spaß dabei! So, jetzt kommen wir zu unserer ersten Übung. Und zwar ist das der Unterarmstütz. Und ihr müsst von einer Seite auf die andere Seite einen Turm bauen. Wichtig ist beim Unterarmstütz, dass der Po nicht durchhängt. Das wäre nicht so gut. Und auch nicht, dass der Po ganz weit oben ist. Und wichtig, dass ihr eine Linie mit dem Körper bildet. Also, dass der Kopf auch in einer Linie mit dem Körper ist. Das heißt, der Kopf muss leicht zum Boden gucken. So, jetzt geht die Aufgabe los. Einmal von der einen Seite den Turm auf die andere Seite bauen. Und das 45 Sekunden lang. Und zwar geht ihr mit den Armen auf den Stuhl, ihr könnt auch eine andere Unterfläche nehmen, zum Beispiel eine Bank, was ihr gerade so findet. Die Arme sind sehr nah am Körper dran und wichtig ist, ihr könnt auch in der ersten Übung erstmal die Beine anziehen, so wie der Doni das hier macht. Wichtig ist, dass jetzt die Ellenbogen nach hinten gehen und jetzt führt ihr den Körper nah an dem Stuhl oder der Bank runter. Die Toilettenpapierrolle ist dabei zwischen den Beinen. Das macht er wieder 45 Sekunden lang. Viel Spaß dabei! Die nächste Übung wird sein, dass ihr euch eine Mauer mit den Toilettenpapierrollen baut
und dann jeweils über diese Mauer drüber springt und auf jeder Seite eine Kniebeuge macht. Der Doni zeigt euch das kurz. Rüberspringen, Kniebeuge, wieder drüber springen und noch eine Kniebeuge. Das Ganze wieder 45 Sekunden lang. Und zwar Crossfit-Sit-Ups. Wichtig bei den Crossfit-Sit-Ups ist, dass die Fersen, also die Knie zeigen nach außen, so wie beim Doni, und die Fersen sind ganz nah am Gesäß. So, jetzt dürft ihr bei der Übung auch Schwung nehmen und die Rolle tippt jeweils hinten, hinterm Kopf und vorne vor den Füßen. Das auch wieder 45 Sekunden. Aber vorher verrate ich euch noch das erste Codewort von der ersten Challenge. Und zwar heißt es Liegestütz. So, jetzt die nächste Aufgabe. Und zwar macht ihr Liegestütz auf den Knien. Das sieht so aus. Versucht dabei wieder eine gerade Linie mit dem Körper zu haben. Und die Brust muss die Klopapierrolle berühren. Der Doni zeigt euch das einmal. Wieder 45 Sekunden lang. Thank you.
Thank you.